Ich versuche immer mit der Armbrust zu treffen. Das klappt eh nicht wieder mal. Alter, der Tommy ist so ein Lacker. So ein Lacker, so ein Lacker. Der bewegt sich keine Millimeter und Tommy muss einfach rein. Der bewegt sich echt gar nicht, ey. Wow. Tombi ist pay to win. Was sagt man dazu? Was soll das heißen, bloß Fratz? Ich hab ihn nicht bezahlt dafür. Wobei, ich hätte ihn bezahlen müssen, damit wir gewinnen. Vielleicht ist das der Fehler gewesen hier bei Fortnite. So gut bin ich dann auch wieder nicht. Ja. Dass ich hier irgendwie alles alleine hinkriege oder sowas, weiß ich nicht. Geh mal. Wo gehen wir denn hin? Wo waren wir denn lange nicht mehr? Geh mal Greasy Groove da unten mal hin. Da. Das kann man versuchen, ja. Deswegen ein bisschen weiter weg wieder. Naja, da werden wahrscheinlich auch relativ viele landen. Mal gucken. Naja, schlimmer als gerade eben kann es auch nicht mal werden. Mal gucken, was du gleich sagst. Mal gucken. Ey, wer war zuerst tot? Ja, okay. Ich nehme mal, ja, ist in Ordnung. Ach. Nee, das Platoon ist eher nicht geplant. Das fand ich zwar auch ganz lustig, aber da war das Interesse irgendwie relativ gering bei den meisten. Was ich echt schade fand, weil eigentlich war es ganz witzig. Aber, ja. Hast du Splatoon mal gespielt? Oh Gott, da sind zwei direkt neben uns. Den ersten Teil habe ich mir direkt damals auch gekauft. Beim zweiten Teil gab es ja immer dieses Splatfest oder sowas, was davor war. Oder dieses Open Fire Splat, was weiß ich, wie es hieß, keine Ahnung. Da habe ich mal mitgespielt, das war echt lustig, aber dann, ja gut. Oh Gott, hinter uns. Oh Gott, hier sind es gleich zwei. Das sind einige, glaube ich auch. Wenn du hier nicht direkt eine Waffe hast, bist du tot. Bist du oben drauf gelandet auf dem Dach von dem Ding? Ja, ich bin oben drauf gelandet. Bin auch oben gleich. Ich hab schon die erste Waffe. Hab die Shotgun. Kann losgehen. Jetzt brauche ich nur noch Gegner. Irgendwo hier wird geschossen. So, den einen hab ich. Okay. Sehen, da schießt du da gerade? Ja, ich schieß noch auf den. Ich will den direkt töten. Okay. Das habe ich jetzt auch getan. Wo ist der andere? Oh, so da läuft der andere, läuft da vorne, der läuft, kommt gerade rein. Der kommt gerade rein, da vorne, siehst du ihn? Ja, ich habe ihn zweimal gerade getroffen, jetzt baut er. Ich hab die Shotgun, ich gehe zu ihm. Schleich mir an, sieht er mich? Ich glaube nicht, oder? Wer zu sagen. Ich glaube, er ist mit dir gerade beschäftigt, oder? Kann das sein? Ich setz da jetzt kann mal gut drauf. Sein, ja. Wo ist der denn? Da kommt er angehüpft. Ja, oh, da haut er ihn weg von der Seite. Sehr gut. Das war zum Beispiel mal gut hier gerade eben. Was ist das denn? Saufkrug. Legendär. Na, ich hab's ja mit legendären Gegenständen. Schlimmer als das letzte kann es auch nicht mehr sein. Da bringt einem komplett das Schild voll. Und eigentlich alles voll. Den kannst du eigentlich direkt auch nehmen. Bin ich schon dabei. Alter, der braucht aber auch ewig. Dauert aber lange, ne? Ja. Naja, nachdem wir das hier gerade schon überlebt haben. Das war gut gerade eben. Das war richtig gut. Das war gut, ja. Der war echt fokussiert irgendwie auf mich. Und dann kannst du ihn erholen. Das war super. Ja, hat er mich überhaupt gesehen? Ich glaube, er hat mich dann gesehen, wo ich dann auf ihn zugelaufen bin. Da hat er mich wahrscheinlich dann viel zu spät hat er dich gesehen. Der hat auch keinmal auf mich geschossen, also er hat zumindest mir nichts abgezogen. So, wo bist du denn schon wieder? Bist du hier reingelaufen? Ich bin so ist das auch ein schöner Minuten. Start. Du gehst gerade in den Keller, oder? Ja. Ich bleib mal bei der Shotgun gerade hier, falls wir hier noch ungebetene Gäste bekommen. Das kann ja vorkommen. So, ich habe meinen Kill gemacht. Ich habe einen Kill gemacht. Hat sich vorhin immer jemand gesagt, ich mache keine Kills. Ich habe einen Kill gemacht. Ja, du hast heute aber auch schon mehr Kills, oder? Ja. Ich glaube schon. Ja, aber ich meine, hier ist es ja irgendwie auch noch ein bisschen was Besonderes, wenn man einen Kill macht eigentlich. Also jetzt ist es was anderes als bei Battlefront. Manchmal ist es da bei mir auch was Besonderes, ja, aber... Also wenn ich einen Sniper-Kill mache bei Battlefront oder so, dann ist es auch mal was Besonderes, aber... Ja. So, wo ist denn der liebe Tombi? Da vielleicht? Ich weiß gar nicht, wo wir noch hier was holen können. Gucken wir mal. Gute Frage. Irgendwo hier gibt's bestimmt noch was. Ich hab's auch so den Eindruck, ich weiß nicht, ob hier nur wirklich nur ein Gegnerteam war. Das sind zwei neben uns geflogen, die habe ich gesehen beide. Also der eine ist rechts neben dir geflogen und der andere ist links neben dir geflogen. Also sonst habe ich keine gesehen. Das müssen die gewesen sein, ja. Das müssen die gewesen sein. Das ist ja eigentlich relativ groß, ne? Und na gut. Ja, anscheinend haben wir uns schon viel zu holen. Die anderen hatten da anscheinend andere Pläne hier. Was das angeht. Da ist eine. Ich hab hier. Da lag noch eine Shotgun irgendwo. Okay, ja, die grüne habe ich sogar. Na gut, dann. Mit der habe ich ihn erledigt. Das erste, was ich gefunden habe, war eine grüne Shotgun. Das war eigentlich sogar ziemlich gut. Oh, hier ist noch ein grünes Gewehr. Sehr nice. Dann gleich mitnehmen, ja. Mitgenommen. Danke gesagt und mitgenommen. Ist sogar Tag-Nacht-Wechsel, oder? Jetzt ist Nacht geworden.
Ich habe manchmal auch so den Eindruck, ich bin mir nicht sicher. Nee, das war nicht also so dunkel, wo wir angefangen haben. Nee, also wir haben... Ich glaube, es ist nicht wirklich... es ist eher so wie bei Battlefront, dass man zu verschiedenen Zeiten reinjoint irgendwie. Also es ist nicht so. Na, aber so dunkel war es doch nicht, wo wir hier losgelaufen sind. Meinst du? Na gut, kann sein. Jetzt halte ich schon die Hydranten für Gegner. Jetzt langsam wird es kritisch hier. Langsam hat er hier die Aufmerksamkeit. Ja, alles kann dir gefährlich sein. Jagdgewehr ist ja eher so ein Sniper-Ding wahrscheinlich, oder? Ja. Ich mag das nicht so sehr. Also hat auch nur einen Schuss. Ja, wer legt eine Waffe mit einem Schuss dahin? Die haben doch einen Schuss. Also einen Schuss. Der reicht nicht. Ja, vielleicht ja doch, aber... Ach, das sind gar keine Hydranten, das sind irgendwelche... Was sind denn das für Dinger? Ach, das sind diese... Doch, das sind auch Hydranten, gibt's da auch, aber das sind noch irgendwelche Schilder oder so. Nee, das sind Briefkästen, sind das einfach so. Alles klar. So, oder la? Das Gute ist ja auch, dass man von seinem Kollegen immer die Markierung sieht, wo der sich so rumtreibt. Ja. Das hilft natürlich auch immer extrem. Ja, wo sind denn schon wieder alle? Ja wo sind denn alle? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist der Tombi? Wo ist der Tombi? Wo ist der Tombi? Hier kein Hund. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Nein, ich die Waffe tauschen. Ah, hier. Jetzt habe ich auch nochmal Schild. Sehr gut. Wo ist der Tombi? Wo ist der Tombi? Ja, wo ist der Tombi? Ach, Mann. Da ist er auch nicht. Wo ist der Tombi? Ich finde den Tombi nicht. Ah, wo ist der Tombi? Wo ist der Tombi? Wo ist der Tombi? Gegenüber im Haus bin ich drin. Wo ist der Tombi? Wo ist der Tombi? Wo ist der Tombi? Wo ist der Tombi? Da ist der Tombi! Da ist der Tombi! Ja! Da ist Tombi gefunden. Lass mal tanzen. Ich habe leider nur einen Dance, aber das muss reichen. Naja. Den Tombi gefunden Dance. Kennst du den schon? Achso, jetzt können wir mal verschiedene Musiken. Oh yeah, oh yeah. Oh Mann. Irgendwann erwischt es uns dann, wenn wir tanzen. Ja, ich sehe schon. Ich schon kommen. Brauchst du eigentlich. Achso, du bist dreiviertel voll, da kann ich dir eh nichts helfen mit meinen Heilungsdingern. Nee, alles gut. Na ja, gut, das ist ja auch noch. Bräuchte jetzt ein Medikit theoretisch. Ja. Ich bin eher jemand, der durch Türen geht. Ich mag das mit dem Bauen einfach nicht hier. Das ist noch nicht so meins. Vielleicht beißt Tombi zu, dann muss er eingeschläfert werden. Oh, ja. Ich glaube auch. Das ist ja nicht die Tollwut, sondern die Tombi-Wut oder was? So, ich glaube, wir haben ja alles. Sind wir einmal jetzt im Kreis gelaufen, oder? Jetzt wäre das nächste wieder das Restaurant. Wer nichts weiß, läuft im Kreis. Ja, du. Ich bin ja einfach hergelaufen. Wir müssen auch gar nicht auf die Zone achten. Das passt alles. Von daher. Ja, ich sag ja. Wer nichts weiß, läuft im Kreis. So. Irgendwie habe ich immer die gleichen Waffen, habe ich das Gefühl. So die richtig krassen Waffen. Ja, so ganz, ganz viele Waffen gibt es da auch wieder nicht. Aber die Shotgun ist auch relativ neu gewesen, oder? Es gibt eine neue Shotgun. Achso, das ist nicht die, das ist eine andere. Es gibt drei Stück. Es gibt so diese taktische, die gibt es schon länger. Dann gibt es eine, die heißt einfach Pumpgun, die gibt es schon länger. Und dann gibt es jetzt eine, die heißt schwere Shotgun. Okay, die Pumpgun hatte ich bekommen. Die Pumpgun hatte ich vorhin mal. Ja, bei der taktischen, da kannst du halt immer direkt ganz viele Schüsse ineinander machen. Das ist da ganz angenehm. Okay. Bei der Pumpgun, da muss man immer einen Schuss und dann macht er einmal hier dieses Laufdurchladen, so gesehen. Irgendwie. Dass er da so zwei Patronen reinsteckt. Anime-mäßig so. Arnold Schwarzenegger in Terminator. Genau. Auf dem Motorrad. Auf dem Motorrad, ja. Mit Sonnenbrille. Das fehlt hier noch. Oh ja. Die Sonnenbrille natürlich, nicht das Motorrad. Wobei habe ich hier noch kein Motorrad gesehen. Ich habe hier bisher nur Autos gesehen. Nee, ich auch nicht. So, ist hier noch alles irgendwas drin? Was soll das eigentlich darstellen? So Häuser mit Stelzen? Ich weiß ja nicht. Ach, sorry. Schießt er hier schon wieder. Schießwütiger. Schießwütiger, ja. So, da vorne in der Stadt ist bestimmt mega viel los, oder? Ja, das ist immer gefährlich. Auf dem Glockenturm da oben, der schreit ja förmlich nach Hinterhalt, ich bin ein Hinterhalt. Denke auch, ja. Ich höre es bisher her. Gehen wir mal hier hingucken. Hier könnten jetzt auch schon überall aufpassen, dass man hier nicht zu weit fällt. Aber hier könnten überall auch schon Gegner wieder sein. So. Wo sind denn alle? Ich glaube, hier waren wir vorhin auch einmal und haben hier gekämpft. Ah doch, da hatten wir diesen erbitterten Kampf, den wir so gewonnen haben, noch knapp am Ende. Wo dann die Zone kam. 24 sind es aktuell noch. Hier im Spiel neben uns. Oh ja. Wo sind sie denn alle? Wo sind sie denn alle? Wo verstecken sie sich? Gute Frage. Nicht hier. Da ist irgendwie das blaues Zeug. Ah, das ist eine blaue Schrotflinte, die kannst du noch haben. Ich habe schon eine. Blau war besser als grün, oder? Ja.
Dann wird die mal getauscht hier. Na, sonst sehe ich jetzt gerade nicht viel. Nee, oder gar nichts. Wir haben schon wieder geschafft, hier irgendwo zu sein, wo es sehr ruhig ist, auf jeden Fall. Aber es ist auch mal... irgendwie. Ah gut, wir haben ja auch schon wieder unseren Kampf gehabt erstmal. Eben, wir haben unseren Kampf gehabt. Ich habe einen Kill gemacht, von daher... Da kann sich ja keiner beschweren, dass wir hier nur campen oder so. Wir laufen ja hier auch durch die Gegend. Was heißt nur campen? Wir laufen auch durch, auch durch die Gegend. Wir laufen die ganze Zeit eigentlich. Ja, eigentlich schon. Keine Sekunde, wo wir irgendwo stillstehen. Wahrscheinlich wäre man erfolgreicher, wenn man sich halt irgendwo hinsetzt. Ne? Ja, das ist halt langweilig. Ja, ja. Na komm, das macht auch keinen Spaß, wenn du die ganze Zeit nur rumsitzt und darauf wartest, dass mal einer vorbeiläuft. Und dann erschießt er dich am besten noch mit seinem scheiß Raketenwerfer oder so. Ja, genau. Ja, nee, so campen ist langweilig. Hey, wir können Basketball spielen. Dann wirf mal ein paar Körbe. Ich hole mir hier mal ein bisschen Holz von den Bäumen. Mach das, ich versuche... Irgendwas piepen. Jetzt kann wieder das Piepen, das heißt, dass hier irgendwo ein Drop in der Nähe ist, ist wahrscheinlich. Ja, like, ist direkt, das ist direkt über uns hier, da vorne ist diese blaue Flamme. Ja, da können wir uns jetzt mal hinbauen und abwarten. Wir werden alle sterben. Na, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Wir kriegen wieder eine goldene Minigun, ich sehe schon. Ach. Lass mich rein. Lass mich doch rein. So, jetzt bist du ausgeschlossen. Oh. Geschlossene Gesellschaft. Och. Ich bleib hier unten, mir gefällt's hier unten. Ja, mach das mal. Wollen wir noch so einen Weg nach oben? Das wird selbst. Da kommen jetzt gleich alle angerannt und erschießen uns. Ich sehe schon. Da. Da. Ganz komisches Gebilde hier, aber gut. Ah, jetzt ist er da oben drauf gelandet. Wollte ich natürlich clever. Nicht. Clever. Durchsuchen. Ah, nee, die Granatwerfer, immerhin. Was ist das denn? Impulsgranate, Holz. So, Schild, Raketenwerfer, Munition, dann brauchen wir eigentlich alles gar nicht. So. Kann ich hier das sogar noch stellen, was wir gerade bekommen haben? Das Lagerfeuer! Was heilt mich jetzt übrigens, das bringt dir gerade gar nichts. Cool. Aber das heilt so über Zeit alle Leute, die so in der Umgebung stehen. Okay. Aber den Granatwerfer habe ich leider schon, deswegen brauche ich den gar nicht. Ich habe schon einen, auch in Gold sogar. Da, der goldene Granatwerfer. Ja. Ich hab extra gewartet, extra nicht genommen, das Ding. Ja, natürlich, aber ich nehme hier, brauche ich zwei. Den kannst du gerne haben dann. Geil. Kann man sich damit auch selbst töten? Ich frag für einen Freund. Ja, theoretisch schon. Okay, das ist nicht gut. Theoretisch schon. Aber das ist auch so ein Granatwerfer, da fliegt die Granate und springt noch so ein, zwei Mal auf. Also nicht so, dass der bei Kontakt explodiert. Okay, also es ist eher sowas, wenn sie irgendwo sich ihren Wall aufgebaut haben und man versucht, den einzureißen. Ja. Ja, ja, genau. Also wieder also drüber schießen und hoffen, dass man irgendwie per Bande den Gegner trifft, oder? Aber das leuchtet jetzt auch gar nicht mehr, das Ding, oder? Nee, das leuchtet gar nicht mehr. Also kommt jetzt auch keiner plötzlich hergerannt. Also hoffentlich, ich denke nicht. Ich brauche noch mal ein bisschen mehr Holz hier, deswegen sammle ich gerade was. Wir sind auch schon wieder ganz nah an der Zone dran. Na dann. Das ist gut. Irgendes Lagerfeuerlied jetzt nicht, Greedy. Nein. Kein Lagerfeuerlied, dabei hatten wir sogar ein Lagerfeuer. Was hat es eigentlich mit diesem Lagerfeuerlied auf sich? Ach, nix. Nein. Ja, wie das Basketball von Lego City Undercover. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war für die 100% damals, weil ich ewig gesucht habe, weil ich nicht wusste, was mir noch fehlt. Ja, ich erinnere mich an den Basketball. Ich brauche ein bisschen mehr Holz noch. Holz. Ich habe sogar 89 Holz. Warum habe ich so viel Holz? Wow. Muss das mich hier, also mit das wirkt immer so viel, aber man muss ja auch 10 Dinger ausgeben dafür. Ach, 10 kostet einen so ein Ding. Oh, jetzt wurde da gerade geschossen auf mich. Ah, da oben auf dem Berg, ja, okay. Also ganz da hinten auf dem Berg sind welche drauf. Auf welchem Berg? Gucke. Da auf dem Berg, ja, da stimmt, da oben. Ganz da hinten, ja. Die schießen gerade mit dem Sniper, die treffen. Solange wir in Bewegung bleiben, sollten die eigentlich nicht treffen. Aber die müssen doch eigentlich auch hier wieder reinkommen, oder? Die sind doch eigentlich auf der falschen Seite. Also die müssen eigentlich auch am besten irgendwo so ein bisschen erhöht hinbauen. Das ist meistens ein Vorteil. Zwar sieht man einen schneller, aber... Okay. Ein bisschen erhöht. Das Lied kommt von SpongeBob. Alles klar, danke für den Hinweis. Wenn der Tommy es mir schon nicht sagen will. War das Top Secret, war das doch. Ach so. Ja, bei SpongeBob bin ich eh raus, da kannst du mir alles erzählen. Okay. Irgendjemand unten in der Stadt unterwegs? Ich sehe momentan niemanden. Sieht alles so einladend aus da unten, aber... Ja. Trotzdem will ich da irgendwie nicht hin. Aber das sind wir auch gestartet, das war unser Startpunkt. Da wird nichts mehr sein. Achso, da haben wir schon selber alles leer gelootet. Ja. Aber wir können uns hier einfach mal hinbauen irgendwie. Machen wir ein bisschen großräumiger. So, kann ich da auch einfach mal was hinsetzen. Ups. Ich hab was hingebaut. Yay, ich hab was gebaut. Ja, hat was gebaut. Ich hab mich fast selber eingebaut.
Und zwischendurch dann immer sowas hier reinbauen. Achso, das hast du schon gebaut. Also Tommy baut das mit, Tommy macht das mit dem Bauen irgendwie schneller. Also das mit dem Bauen, das ist irgendwie so gar nicht meins. Das ist hier irgendwie da so ein kein bisschen... Problem. Das ist irgendwie kann so ein bisschen... Hoch? Ups. Bring mal, ja. Okay. Was bringt das hier, wenn man sich hier so hochbaut, außer dass man ewig weit oben ist und von Gegnern von allen Seiten gesehen wird? Na gut, wenn man sich ja... Man kann ja hier mit der Third Person so ein bisschen das ausnutzen, ne? Dass man ja, das ja so klar, dass man drüber schauen kann. Ohne, dass die Gegner einen sehen. Apropos Gegner. Immer auf uns. Sind sie aber näher dran. Das, war kein, so eine, so ein, das klang so nicht nach Ballen. Sniper, oder? Ah, das war, glaube ich, schon ein Sniper-Schuss. Echt? Setz hier mal einfach so eine Wand hin, dass die uns nicht sehen können. Das blaue Ding kommt ganz schnell näher. Schießen die ja sogar auf uns, das gibt's ja gar nicht. Und wo schießen die denn? Die haben hier meine Wand kaputt geschossen. Boah, wie gemein. Meine Wand! Wir müssen hier aber auch bald wieder weg, Tommy, gell? Das Ding kommt genau auf uns zu. Wir sind ja... Nee, wir brauchen sind hinter dem Ding, ich weiß schon, aber irgendwann... Ja, gut, gleich dann. Ach, die schießen ja dauernd auf uns, Mensch. Da kommt schon wieder ein Loot-Drop hier, relativ nah zu uns. Da vorne ist diese blaue Flamme. Ich seh's. Aber da sind wir doch tot, wenn wir da runter gehen, oder? Ja, sollten es zumindest jetzt gerade nicht machen. Da hier vorne unter uns ist Boden weg, oder was? Was sind denn die, bitteschön? Wo verstecken die sich, Tommy? Sag es mir. Ja, wenn man hier so sitzt, dann sieht man so ein bisschen. Bauen sich da hin, wo wir eben waren, auf diese Halle drauf. Ah, ich seh's, ja, ich seh die Halle. Ja, ich seh's. Wir warten jetzt erstmal ganz kurz ab und gucken, wo jetzt die Zone hinwandert. Okay, wir müssen sowieso nach da hinten. Ein ganzes Stück müssen wir laufen. Vielleicht kriegen wir sogar den Drop gleich nochmal so beim Laufen mitgenommen. Das werden wir schauen, ob das klappt. Okay, wie kann ich die Sachen eigentlich wieder abbauen, die du gebaut hast? Ja, also ich springe aber gleich rüber, da kriegst du keinen Fall Schaden hier auf der Höhe, denke ich. Das dürfte locker hinhauen. Alles klar. Momentan haben wir hier noch die gute Deckung von den Büschen ein bisschen, da treffen sie es nicht. Mal ganz schnell hier aufmachen. Also ist das Lagerfeuer, halt automatischer Sniper, Schildern. Das ist was Richtige für dich. Ja, ich habe jetzt relativ viel Medizinskram, ich kann das gerade nicht mitnehmen. Ich würde es jetzt gerade liegen lassen sogar. Sniper, ja gut, ich kann mit Sniper eh nicht umgehen, von daher. Ich habe dafür ganz viele Schildtränke noch, falls man jetzt hier getroffen wird, dass man nochmal ein bisschen sich heilen kann. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, das könnte durchaus mal vorkommen, dass wir getroffen werden. Aber die anderen müssen jetzt eigentlich auch, ihre Lagerhalle wird gerade eben vom Kreis eingekreist. Können wir uns hier hochbauen eigentlich? Hier ist man ja drin. Nächsten Ding und dann ist man hier ein bisschen erhöht. Das hilft ja einem auch immerhin. Da können sie ja nicht direkt hochlaufen, dann müssen sie sich erstmal so ein bisschen hochbauen. Kann nur von Vorteil sein. Und vor uns wird gebaut, da kommt einer hoch gerade. Sehen, ja. Wow. Wo ist der hin? Der hat mir Schildschaden gemacht. Hä? Oh, die kommt nicht gut. So, mein Schuss. Nein! Ah, ich treffe schon wieder. Ach, genau zu zwei. Es gibt's nicht! Ah, sorry. Oh, da war ich aber schnell tot. Da wurde ich auch von der anderen Seite geschossen. Krass, das war aber unglücklich, dass die... ist einer davon gestorben? Nee. Aber die werden jetzt auch noch beschossen, die haben jetzt Probleme. Hilft da mal. Ärgerlich, dass die halt genau in dem Moment auch hochkamen, ne? Ja. Ich hätte meine Granaten mal werfen sollen, wenn ich die blöden Granatwerfer schon hab. Aber die waren schon so nah dran, da hab ich Angst gehabt, dass Ja. Das war mit der Shotgun eigentlich auch schon die richtige Wahl. In 6 Sekunden geht's los. 4, 3, 2... 1 und los geht's! Wir fliegen jetzt eh ziemlich lang mit dem Bus, gell? Jetzt müsstest du hier so ein Pilotendings anmachen, hier, dass du dich so ein bisschen so verrauscht anhörst und dann so. Ja. Hallo, willkommen hier bei Drabo Airlines. Willkommen bei Drabo, ja. Direktflug über die Fortnite-Insel. Ja. Zu unserer Rechten sehen wir den wunderbaren Loot Lake. Aber was mit dieser Insel da vor uns auf sich hat, frage ich mich aber auch mal die ganze Zeit immer. Ich glaube, das ist da, wo man da startet am Anfang, also dieses Training. Ach, das ist das... Das wird natürlich Sinn ergeben. Ja, ich spring mal raus hier. Das habe ich dir gleich getan. Hinter mir ist aber auch noch einer gesprungen. Wie kommt es, dass ich doch Fortnite spiele? Ja, weil immer so viele Leute gefragt haben und gemeint haben, ich soll das mal ausprobieren. Und dann habe ich den lieben Tommy gefragt und der war auch nicht abgeneigt, das mal mit mir zu spielen. Hinter dir ist direkt einer. Ah, der landet weiter vorne, der landet woanders, der hat nicht da vorhin zu landen, wo wir landen. Oh, der fliegt direkt neben mir parallel. Links ist auch noch neben dir parallel. Ich bin leider noch zu weit hinten. Oh. Die wollen da auf jeden drei Fall sind da sogar, drei sind da uns. Vier, fünf. Jetzt kommen sie alle. Ich würde weggehen, ich fliege mir woanders hin. Naja, ich gehe mal hier vorne zu diesem Ding. Da ist noch so ein größeres. Oh nein. Da ist auch einer schon in dem größeren Haus drin. Oh Gott, da sind überall welche. Echt? Oh mein Gott. Ja, oben auf dem Dach ist einer drauf bei dem größeren Ding. Ich kann nur hoffen, dass jetzt hier irgendwie. Ja, mir läuft einer lang gerade. Ich kann jetzt nur hoffen, dass hier direkt unten irgendeine Waffe drin ist, sonst bin ich auch gleich tot gegen den da oben, wenn hier... Das wäre gut.
Hier wird schon geschossen. Ich hab die erste. Ja, ja. Warum krieg ich immer die Besch? Oh, der Shotgun. Nein, 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 nein. Vor der Shotgun gestorben. Nein, ich hasse dich. Das gibt es nicht. Ah, jetzt guck ich mal, ob ich dich noch rächen kann. Nee, ach, ist doch. Bin er direkt auch da. Ah, der hat auch die Shotgun, ja. So, oh, Alter. Er weiß, was er tut. Schön, schön, Tommy, schön, Tommy. Wenigstens der Tommy hat mir noch gerecht. Ah, das war, aber das war auch ein ganz schlechter Punkt, weil einfach. Wieso sind diesmal so viele da hingekommen? Hat er sogar überlebt. Sehr komisch. So. Alter, was der schon alles dabei hatte. Ah, das sind aber echt super viele gelandet diesmal. Ja, das war ja 6 oder 7. Ich habe einfach das Pech gehabt, weil ich nicht schnell genug an den Waffen war. Ich gedacht habe, der baut da oben lustig rum und sieht mich nicht. Ja, ja. Ah, ich bin halt direkt vor der Shotgun gestorben, wenn ich die noch gekriegt hätte. Oh, wow, shit. Wow, wow. Shit, shit, shit. Ah, ich gehe mal einfach da. Ich gehe jetzt einfach mal in die Stadt und versuche da irgendwas anzugreifen. Mal gucken. Mal gucken, ob das erfolgreich wird oder nicht. Das wird erfolgreich, Tommy. Ich glaube eher nicht. Du kannst gar nicht anders als erfolgreich. Das ist dir einprogrammiert, erfolgreich zu sein. Okay. Sonderuntergang sieht schön aus, da links. Ja. Hat doch was. Kann jetzt hier auch sitzen bleiben und den anschauen. Was kannst du machen, ja. Das ist ja spannend dann. Ja, ich glaube nicht, dass das uns groß weiterbringt hier auf den Weg zu. Ist nicht dein neuen Ästhetik-Kanal oder so? Ja, rum. Sowieso. Irgendwo habe ich auch einen gehört. Das Problem ist, ich kann nämlich ja nicht umschauen bei dir. Links höre ich ihn. Aber gut, den hörst du ja auch. Nach unten, ne? Wo läuft er? Wo läuft er? Da läuft er, oder? Nee. Na doch, da war einer. Aber rechts wurde gerade geschossen, glaube ich, oder? Wo läuft denn der hin? Ist der nicht hier irgendwo? Oh mein Gott, jetzt bin ich total verwirrt. Da war er. Man kann sich nur an ihn. Da ist er. Der sieht dich nicht. Der denkt ja, du bist oben. Jetzt hat er dich auf jeden Fall gesehen. Oh! Jetzt ist der Tommy am Start. Jetzt ist der Tommy hier aber am Start. Hier sind auf jeden Fall noch einige. Im Alleingang macht er hier die ganzen fertig. Das wird sich zeigen, mal gucken. Aber der hat mich auch überhaupt nicht gesehen erst irgendwie. Oder war auch verwirrt. Ich bin auch dafür, dass mein Charakter eine Drabo-Mütze bekommt aus dem Fanshop. Ich würde ihm sogar eine zuschicken, meinem Charakter. Das wäre sehr praktisch. Komm ich da durch? Na, nee. Irgendwo ist einer, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Ich meine, ich habe gerade Fuß, ja, ich höre auf jeden Fall was. Da ist einer. Da ist einer rum. Ah, da. Ich versuche immer mit der Armbrust. Das klappt eh nicht wieder mal. Alter, der Tommy ist so ein Lacker, so ein Lacker. Der bewegt sich keine Millimeter, Tommy muss einfach gerade. Der bewegt sich echt gar nicht, ey, wow. Der hat irgendwie einen anderen anvisiert. Alter, ich hätte jetzt schwören können, der bewegt sich gleich und macht so einen Schritt nach links oder rechts und dann spiel ich da wieder Dummkopf, aber. Ja, der hätte es eh nicht gesehen. Oder nicht, weil der war vorkommt. Ach, das gibt's doch nicht. Da bin ich einmal nicht dabei und dann räumt der Tommy hier im Alleingang auf. Das ist natürlich jetzt wieder Vorführeffekt. Ja, eigentlich, das ist eigentlich doof, ne? Ich bin ja hier eigentlich hingegangen, damit wir hier schnell wieder zusammen spielen können. Ja, du besiegst es einfach alle 42 schnell, alle 41 schnell und dann. Ganz sicher, ja. Dann, dahinter dann, ist, ne? Dann ist es geregelt, glaube ich. Oh, jetzt hat er mich gesehen. So, mach ihn kaputt, Tommy. Jawoll. Oh, da ist noch ein zweiter. Oh, der andere trifft hier auch. Oh, Wahnsinn. Oh, aber war gut auf jeden Fall. Immerhin 22. geworden. Immerhin, ja. Ja, das war auch richtig Pech gleich. Aber das mit der Armbrust, das war echt schön. Muss man sagen, ja, richtiger Trickshot hier gewesen vom Tombi. Ja, dass der auch still stehen bleibt, wow. Hätte ich nicht erwartet. Ja, der hat halt irgendwie einen anderen gerade so richtig schön anvisiert und dachte sich, ah, jetzt mache ich den Headshot und dann ist ihm genau das passiert, das ist natürlich. Ja, normalerweise, wenn ich dann am Stream bin, dann jedes Mal, die machen dann immer auf einmal so einen Schritt nach vorne und oder nach hinten oder zur Seite und dann steht man da doof da. Ja, genau, ich hatte 14 Kills und Tommy einen, die mindestens genauso war. Ja, so war es, genau so. Nicht die 6 Wins vergessen. Für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinen Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.